Hallo und herzlich willkommen. Wie versprochen, ich stricke mit euch heute die verkürzten Reihen für ein Pullover mit Raglan von oben. Wir haben, ich glaube letzte Woche war das schon, die Zeit rennt wie verrückt, habe ich euch gezeigt, wie man die Maschen ausrechnen muss und die Raglan-Linien zu berechnen und auch die Teile von eurem Raglan für Ärmel, Rücken und vorne. Liebe Karin, es sind nicht jedes Mal 3, 3 und 2 Maschen. So wie ich, Gott sei Dank habe ich das nicht weggeschmissen. Ich wollte das wegwerfen, in den Ofen schmeißen. Das sind nicht jedes Mal 3, 3 und 2 Maschen. Das zeige ich euch jetzt an einem Beispiel, was ich für Line diese Pullover stricke. Ich habe mir hier schon alles vorbereitet. Zweimal, weil das eine ist für polnische Kanal. Ich habe mir schon alles vorbereitet mit 104 Maschen Anschlag. Das heißt, ich habe jetzt für diese Pullover, für meine Enkelin 104 Maschen angeschlagen. Mit Wolle, wo man Nadelstärke 3 benutzt, und solche habe ich auch hier verwendet. Wie du siehst, ich habe euch auch gesagt, falls du nicht diese verkürzte Reihen hier stricken möchtest, sondern ganz normale Aufschnitt hier, Ausschnitt, dann brauchst du nicht die verkürzten Reihen. Aber ich finde das immer jedes Mal schöner, wenn das mit den verkürzten Reihen ist. Wie ich sagte, wir stricken jetzt weiter für diese Maschenzahl 104 Maschen, was ich für meine Enkelin genommen habe. Und jetzt zeige ich dir nur ganz kurz. Wie du siehst, hier haben wir 4, 4, 4 und 4. Weil die Maschenzahl für die Ärmel ist 16. Hier haben wir die Maschenzahl 8 für die Ärmel. Das, was ich euch hier als Beispiel gezeigt habe. Und deswegen haben wir 4, plus 4 sind 8. 4 plus 4 sind 8. Also zusammen haben wir die 16 Maschen. Und auch auf der anderen Seite haben wir auch 16 Maschen. Du kannst dir das kleiner machen, wie ich schon letzte Woche gesagt habe, wenn du nicht so hoch diese verkürzte Reihe für Hals möchtest oder für Kragen, dann machst du zum Beispiel 5, 5, auf jeden Fall, dass du bis zu 16 kommst. 5, 5 und sagen wir 3, 3. Das musst du wissen, wie du das hier haben möchtest. So stricke ich das und ich habe hier schon neue Blatt, wo wir das zusammen jetzt zeichnen würden und danach stricken. Wir haben jetzt unsere Pullover. So. Da wir hier, laut dieser Skizze, ich gehe davon aus, dass wir nehmen jetzt die Skizze, dann haben wir 28 Maschen für den Rücken. Dann haben wir, wo muss ich jetzt gucken, 32 Maschen für vorne. Das heißt 18, 18. Das ist keine Strickjacke. Ich habe mir das nur
hier verteilt, weil das ist die Mitte. Das weißt du noch von letzter Woche. Und dann für die Ärmel haben wir 16, 16. Insgesamt sind das 104 Maschen, plus die eine Masche natürlich, die ich nachher, wenn ich die Maschen miteinander verbinde, dann geht die Masche weg. Für mein Reglan haben wir je zwei Maschen. Das sind die Raglan-Linien. Oh, und das war's. Und ich glaube, wir würden jetzt das bisschen kürzer machen, weil sonst wird das zu lange für euch und ich möchte nicht, dass ihr Langeweile mit mir kriegt. Also, wir teilen jetzt unsere Ärmel. Wir machen das mit drei Teile, glaube ich. Fünf, fünf und ne, ich mache hier sechs. Ja, hier mache ich fünf und hier mache ich auch fünf. Dann haben wir drei Teile. Nicht so wie ich hier bei dem Pullover vier Teile genommen habe für die verkürzte Reihe, sondern machen wir das kürzer. Es geht nur in diesem Video, dass du dir das merkst, wie man das macht. Und jetzt mache ich wieder hier, teile ich diese Ärmel auf drei Teile, 6, 5 und 5. So, wir können anfangen. Ich habe euch schon gesagt, dass wir nach dem Bündchen stricke ich eine Reihe glatt und in der Reihe verteile ich meine Markier. Das habe ich euch auch schon gesagt, dass ich die Markier, dass ich die einfach mir selber mache aus Wollresten, weil es stört mich jedes Mal, wenn ich diese Plastikdinger hier habe. Die Plastikmarkierer, die kannst du nehmen vielleicht, dass du weißt, wo Anfang ist, wo ist die Mitte von deinem Vorderteil. Ich habe das hier, diese kleine Gummi genommen, dann weiß ich, dass da vorne ist. Ich habe mir hier schon, schau mal, vorbereitet meine Markier und dann wollen wir loslegen. Und zwar, wir fangen an mit der eine Reihe, wo ich alle Maschen rechts stricke. Hier sind noch bei mir zwei Maschen, die ich links stricke, weil die sind geblieben vom Bündchen. Und jetzt strickst du alle Maschen rechts. Und zwar, wie du siehst, wir sind jetzt hier. Ich hoffe, dass jetzt ist ein bisschen besser. Wir sind jetzt hier. Das ist die Mitte. Und wir stricken jetzt 18 Maschen rechts. So, jetzt kommt unser erster Markier. Dann kommen die zwei Maschen für unser Raglan. In dem Fall sind das zwei Maschen. Eins und zwei. Kommt wieder ein Markier.
Und jetzt haben wir schon 16 Maschen. Jetzt stricken wir 16 Maschen bis zur zweiten Raglanlinie. Ganz normal, nur rechte Maschen. Wir würden hier keine Zunahmen machen in der Reihe, weil das ist die nach dem Bündchen, die ich immer die eine Reihe rechts stricke. Egal, ob ich mit Muster stricke Pullover oder ohne, die erste Reihe stricke ich immer glatt rechts. Jetzt muss ich gucken, 2, 4, 6, 8, 10, 12 und ich brauche 16. 12, 15 und 16. Jetzt kommt unser zweiter Markierer, weil wir sind bei der zweiten Raglanlinie. Guck nicht auf die Ziffer hier. Die kommen nach hier. Erstmal gehen wir hier außen. Jetzt kommt unser Markierer. So, zwei Raglanlinien oder zwei Maschen für Raglan. Dann kommt wieder ein Markierer. Und jetzt müssen wir 28 Maschen rechts stricken. Das sind die Maschen für unser Rücken. 4, was ich euch noch sagen möchte, bevor mich jemand fragt, weil das kann man sehen, hier erscheinen mir von meinem Bündchen linke Maschen und hier rechte Maschen. Also die linken Maschen, wenn ich jetzt weiter nur rechte Maschen stricke, dann die erste Reihe jetzt, wo linke Maschen erscheinen, stricke ich die rechts verschränkt, die zwei linken. Aber die zwei rechten stricke ich ganz normal von vorne hier. Na, hier stricke ich alle Maschen nicht verschränkt, sondern von vorne beim Rundstricken. Wie du siehst, hier sind wieder zwei linken erscheinen und die stricke ich verschränkt. Jetzt muss ich gucken, wie viele Maschen ich schon habe, weil ich rede so viel. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, noch 8 Maschen. Siebte und achte. Und jetzt haben wir unser Rücken schon fertig, die Maschen für unser Rücken. Jetzt kommt wieder ein Markierer. So. Zwei Maschen, die wir für unsere Raglanlinie brauchen. Und jetzt stricken wir weiter. 16 Maschen bis 2. Also, hier kommt natürlich ein Markierer. So. Und jetzt kommen 16 Maschen glatt rechts. Ah, das war rechte. So schnell geht das. Das ist wirklich sehr, sehr einfach für die von euch, die anfangen, versucht das. Das ist wirklich kinderleicht. Ich habe auch immer gedacht, oh Gott, was ist das denn? So. Und wieder zwei. Ich habe hier in weiß und zwei Maschen für die Raglanlinie hier und jetzt stricken wir wieder 18 Maschen. Also wir haben für vorne insgesamt 32 Maschen. Also wir stricken jetzt
Ich muss jetzt gucken, ob ich das richtig hier habe. Kinder, ich habe hier nur einen Markierer gemacht, aber das macht nichts. Moment mal, bevor ich euch hier 16. Siehst du, hier fehlt ein Markierer, den muss ich hier natürlich erstmal so machen. Dann kommen die zwei Raglanlinien. Und dann haben wir hier die 18 Maschen. Jetzt ist das richtig. Ich mache nach hier diese Auswolle hier. Okay, wir sind jetzt in der Mitte und jetzt fangen wir an mit Zunahme. Ich mache das einfach so, dass ich würde das ganz einfache, wie ich das bei dem braunen Pulli hier gemacht habe. Das heißt, ich würde die Zunahmen so machen. Das zeige ich dir jetzt. Wir sind jetzt hier und gehen 18 Maschen. Jetzt sind alle Maschen rechts, die stricken wir nicht verschränkt, sondern von vorne. So, 18 Maschen stricken wir rechts. So, das ist die 18. Und jetzt müssen wir Masche zunehmen. Ich würde die, so wie ich euch schon gezeigt habe in einem Video von mir, ich würde die Maschen quer hier aus dem Faden quer zunehmen und stricke eine rechte Masche. Dann kommt mein Markierer auf die rechte Stricknadel und die zwei Raglanlinienmaschen stricke ich ganz normal nach rechts. Dann kommt mein Markierer wieder auf die rechte Stricknadel, wieder eine Masche zunehmen und die wird rechts abgestrickt. Und dann haben wir hier wieder 16 Maschen. Die 16 Maschen strickst du rechts. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt, wo ihr Anfänger sind, dass ihr irgendwelche Pullover mit Muster strickt. Falls strickst du mit Muster, ist gar kein Problem. Ich habe da keine Probleme damit. Ich stricke jetzt alle Maschen rechts, bis ich wieder bei meiner Raglanlinie bin. Denkt bitte dran, dass wir die Maschen in jede zweite Reihe zunehmen. So, jetzt haben wir wieder hier Zunahme. Das heißt, eine Masche würden wir dazu nehmen. Mein Markierer kommt wieder auf die rechte Stricknadel und dann kommen meine zwei rechten Maschen für mein Raglan. Markiere wieder auf die rechte Stricknadel, Masche zunehmen und rechts abstricken. Ja. Und jetzt strickst du 28 Maschen rechts. Ganz normale rechte Maschen, 28 Maschen. Ich habe jetzt die 28 Maschen rechts gestrickt. Das sind die Maschen für unser Rücken. Jetzt kommen wir wieder zu unserer Raglanlinie. Also quer Faden holen und im rechts abstricken. Das ist eine Zunahme. Auf der einen Seite. Jetzt mein Markierer kommt wieder auf der rechten Seite.
zwei Raglanlinien maschen, eine und die zweite. Markierer kommt auf der rechten Seite und noch eine Masche wieder dazu nehmen und rechts abstecken. Wir sind hier und jetzt stricken wir die sechs Maschen hier rechts. Nur sechs Maschen. Eine Masche, die zweite, die dritte, vierte, fünfte und die sechste. Jetzt, ich mache das immer so, dass ich mir auch hier ein Markierer lege, dass ich weiß, welche die sechste Masche war. Also, gleich lege ich den Markierer, aber erstmal wende ich meine Arbeit. Und zwar, wir sind jetzt auf der linken Seite. Jetzt haben wir hier linke Maschen. Und wir machen das so. Jetzt komme ich etwas näher zu euch. Erstmal machen wir das, dass wir das hier schon, die sechs Maschen, gestrickt haben. Jetzt komme ich näher zu dir, dass du das besser sehen kannst. Schau mal. Jetzt die Masche, die sechste Masche, die wir hier rechts gestrickt haben. Von den Ärmeln. Wir sind jetzt bei den Ärmeln. Die sechste Masche, die schiebst du wieder auf die rechte Stricknadel. Aber, wie gesagt, ich mache mir das immer so mit dem Markierer, dann weiß ich, dass hier ist die Doppeltmasche sozusagen. Die hebe ich, so wie Randmasche, so. Und jetzt den Faden, die du auf deinem linken Zeigefinger hast, fest nach hinten ziehen. Schau mal. Da entstehen aus einer Masche, das ist immer noch eine Masche, entstehen so zwei Maschen. Zwei Faden sind da zu sehen. Und jetzt strickst du alles ganz normal, wie wir bis jetzt gestrickt haben, nur links. Das heißt, wir gehen jetzt muss ich natürlich wieder hier kommen, um euch das weiter zu zeigen. Wir sind jetzt hier. Und wir sagen jetzt, wir müssen jetzt hier zurückgehen. Ich würde sagen, diese grüne ist unsere Farbe für die ersten sechs. Jetzt muss ich einmal gucken, da war das 3. Ja, wir sind schon richtig. Wir gehen von hier zurück und stricken ganz normal den Faden hier ein bisschen fester ziehen, wo die zwei Maschen entstanden sind. Und jetzt strickst du links. Das war die Randmasche, kann man sagen, aber die zählt als erste Masche. Jetzt in linken Reihen würden keine Maschen zugenommen. Du strickst ganz, ganz normal linke Maschen. Schau mal, das war unsere Zunahme. Jetzt kommt der Markierer auf die rechte Stricknadel. Dann strickst du zwei Raglanmaschen. Markierer kommt wieder auf die rechte Stricknadel. Und so stricken wir weiter. Jetzt kommen die 28 Maschen vom Rücken. Und auch die stricken wir in dem Fall links, weil wir sind jetzt auf der linken Seite. Die werden jetzt links abgestrickt. Natürlich muss ich das gleich schnell korrigieren. Das sind jetzt natürlich keine 28 Maschen. Das sind 30 Maschen, weil wir haben doch in der vorigen Reihe
auf jeder Seite hier von unserem Rücken je eine Masche zugenommen. Also, wir haben jetzt insgesamt für den Rücken im Moment 30 Maschen. Jetzt kommt unser Markier auf die rechte Stricknadel. Hier stricken wir 2 Maschen, Raglanlinie links. Markier wieder kommt auf die rechte Stricknadel. Jetzt muss ich wieder das bisschen hier verbessern, meine Schärfe. So, jetzt sind wir hier. Wir haben jetzt die 2 Maschen für die Raglanlinie schon fertig und unser Markier ist schon auf der rechten Stricknadel. Jetzt stricken wir 6 Maschen rechts. Entschuldigung, links. Die 6 Maschen, was wir hier schon von den einem Arm wieder haben. Das heißt, wir stricken jetzt 6 Maschen links. Entschuldigung, was habe ich mit den rechten Maschen? 3, 4, 5 und die 6. So. Jetzt wenden wir wieder unsere Arbeit. Ich muss nur gucken, ob ich wirklich 6 gestrickt habe. Ja, jetzt wenden wir unsere Arbeit. Schau mal. Und gehen zurück. Das heißt, wir stricken jetzt von hier bis hier. Erstmal machen wir das, ja? So, wir haben bis hier gestrickt. Jetzt gehen wir zurück. Und zwar die erste Masche wieder heben. So, den Faden diesmal nicht so wie auf der linken Seite nach hinten ziehen, sondern hier nach vorne. Und da entstehen auch 2 Maschen. Schau mal. Jetzt habe ich eine verloren, aber das ist nicht so schlimm. So. Den Faden nach vorne. Das heißt, hier entstehen auch aus einer Masche so 2 Faden sind da. Und jetzt liege ich wieder. Quatsch, liege ich nicht. Die kommt zurück. Der Markier kommt hier. So. Wieder festziehen. Und die zählt natürlich. Die haben wir fertig. Jetzt gehen wir zurück. Das heißt, wir kommen mit rechten Maschen. Also in der Reihe nehmen wir hier eine zu und hinten eine zu. Dann stricken wir unsere Rückenreihen oder Entschuldigung, Maschen. Wieder eine zunehmen, 2 Raglanlinienmaschen, eine zunehmen und dann bis wir hier sind. Wir haben jetzt von hier die Arbeit gewendet. Das ist das, was zählt als eine Masche, aber das ist gezogen, dass da 2 Faden zu sehen sind. Und wir stricken jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und die 6. Siehst du, das sind die 6 Maschen. Jetzt eine Masche zunehmen und das ist, wie ich schon sagte, egal, ob du Umschlag machst oder machst so wie ich oder du da ein Muster machen willst. Mit dieser Raglanlinien, das ist wirklich dir überlassen. Dann stricke ich 2 Maschen für die Raglanlinie hier. Und jetzt strickst du natürlich den Markier wieder auf der rechten, ein Umschlag oder eine Masche aus dem Querfaden. Die stricke ich auch nach rechts. Moment, nicht, dass ich die verliere. Und jetzt stricke ich alle Maschen rechts für den Rücken. Wir gehen jetzt von hier
auf der Seite. Und hier sehen wir uns gleich wieder. 30 Maschen habe ich jetzt rechts gestrickt. Jetzt kommt die 31. Weil ich habe hier schon eine Masche wieder zugenommen. Und jetzt kommt die 32. Also für den Rücken habe ich jetzt schon, oh, ich habe hier Probleme, 32 Maschen. Und jetzt die Raglan-Linie, zwei Maschen rechts bei mir. Faden nach hinten oder auf der rechten Stricknadel. So, und jetzt stricken wir, das haben wir, vielleicht nehme ich jetzt eine andere Farbe, dann wird das besser zu sehen. Das haben wir schon, doch nicht schön, kaum zu sehen. So, das haben wir schon hier fertig. Das ist das hier, was wir bis den bei mir braunen Markier fertig haben. Jetzt stricken wir wieder 5 Maschen weiter. Das heißt, wir stricken jetzt, Moment, habe ich da jetzt die Masche zugenommen? Ich glaube nicht. Moment, 2, 4, 6, nein. Ich muss noch hier eine Zunahme machen. So. Und jetzt sind das 2, 4, 6. Ja, mit der Zunahme sind das jetzt 7 Maschen. Okay, ich stricke jetzt die Maschen hier ganz normal rechts. Jetzt schau mal, bin ich gekommen hier zu der, das ist eine Masche, aber das sind zwei Faden, weil wir haben das gezogen. Du erinnerst dich, dass wir haben das gezogen. Und die zwei Maschen jetzt stricke ich als eine Masche, weil das ist eine Masche, und zwar von vorne. Es ist ein bisschen schwer, wenn wir das nicht richtig gezogen haben, aber es ist machbar. Das ist hier, schau mal, von vorne und einen Faden holen. Bisschen zurecht machen, das war's. Jetzt kommt mein Markierer weg und wir stricken jetzt die 5 Maschen. Das heißt, wir gehen bis hier jetzt. Die 5 Maschen müssen wir jetzt stricken. Eine, zweite, dritte, vierte und fünfte. Und jetzt schau mal, wenn dir hier bleiben 5 Maschen, die letzten 5 Maschen, dann hast du alles richtig gemacht. Hier bleiben für das letzte Mal 5 Maschen. Also, ich lege mein Markierer wieder hier, wende die Arbeit und ich gehe jetzt von hier zurück zu dem Punkt und mache auf der Seite auch die 5 Maschen, nur das ist jetzt die linke Seite. Also, die erste Masche hebe ich wieder, die zählt als eine Masche. Dann den Faden ziehe ich, schau mal, den ziehe ich hier nach hinten fest. Da entstehen wieder 2 Faden. Und jetzt machst du alle Maschen links. Das heißt, du strickst alle Maschen jetzt links, auch die Maschen, die du für dein Raglan hast. In der linken Seite machen wir keine Zunahmen. Und auch nach hier, wenn du in Runde weiter strickst zum Beispiel, dann nimmst du in jede zweite
Reihe Maschen zu. Nicht in jede Reihe, sondern in jede zweite. Wie der Markierer auf der rechten. Und so strickst du die Maschen, bis wir hier sind. Wir sind jetzt hier. Das heißt, ich habe die 6 Maschen schon fertig gestrickt. Ich bin jetzt hier und habe die eine Masche, die hier 2 Faden hat. Die stricke ich einmal nach links. Markiere runter, weil wir sind jetzt, müssen wir die 5 Maschen jetzt auf der linken Seite machen. Das heißt, wir kommen bis hier jetzt. Wir stricken jetzt die 5 Maschen ganz gewöhnlich nach links. Eine, zweite, dritte, vierte und die 5. Die Arbeit wenden. Die Arbeit wenden, den Faden nach vorne, nach hinten, Entschuldigung, markiere. So, 5 haben wir. Ja, da waren wir schon 2-mal. Die 5. Ja, alles gut. Und jetzt strickst du ganz normal wieder zurück. Das heißt, du strickst alles so, wie es sein soll. Machst wieder beim Raglan Zunahmen. Und dann sehen wir uns wieder auf der Seite. Noch was, bevor ich weiter stricke, von hier nach da, ich wollte euch noch mal zeigen, nicht, dass du denkst, die hat mich jetzt alleine gelassen. Schau mal, jetzt haben wir die Arbeit gewendet und jetzt haben wir wieder die erste Masche, die heben wir und ziehen den Faden, dass wir hier wieder entstehen 2 Faden. Das ist jetzt das, was nachher zusammen so als eine Masche gestrickt wird. Nicht, dass du denkst, ich bin jetzt weg und du bleibst hier alleine mit der Arbeit. Und jetzt strickst du weiter alles rechts. Okay? Ich bin jetzt hier und jetzt muss ich die letzten 5 Maschen hier stricken. Also, eine Masche, die erscheint hier, wären das 2 Maschen, die stricke ich zusammen nach rechts, schau mal, bisschen fester ziehen, markiere nehme ich runter. Und dann habe ich die letzten 5 Maschen. So, eine, zweite, dritte, vierte und die 5. Jetzt brauche ich den Markierer nicht mehr. Ich nehme diese Plastikdings hier weg und markiere damit meine Raglanlinie. Die Arbeit wenden. Die erste Masche, wir gehen jetzt, Entschuldigung, wir gehen jetzt wieder zurück. Wir müssen bis hier und dann müssen wir die 5 Maschen noch machen. Die erste Masche, die hebe ich und die wird wieder hier gezogen. So, festziehen, dass hier entstehen so wie 2 Maschen. Deswegen mache ich das hier ein bisschen, wie du siehst, das ist ziemlich fest. Und die restlichen Maschen stricke ich links. Auch die Raglanlinien stricke ich links ohne Zunahme. In diese Runde oder Reihe nehmen wir keine Maschen zu. Und dann sehen wir uns wieder auf der anderen Seite. Die eine Masche, die hier
auf der linken Seite als zwei Maschen erscheinen. Das ist immerhin noch eine Masche. Die stricken wir zusammen nach links. Wir haben jetzt für den Rücken, wie du siehst, wir haben angefangen, den Rücken haben wir angefangen mit 28 Maschen. Jetzt habe ich 34 Maschen. Ich muss jetzt die letzten, wieso habe ich jetzt die Arbeit gewendet? Ich muss jetzt die letzten 5 Maschen hier noch links stricken. Wie du siehst, hier ist diese weiße Markier, den brauche ich nicht mehr und stricke meine letzten 5 Maschen nach links. Das Ganze wiederholst du. Das ist wirklich, es ist egal, ob du hier, wenn du große Pullover strickst, du teilst dir die Maschen. So mache ich das. Wenn manche von euch, die hier keine Anfänger sind oder die schon Raglan stricken und gucken nur, was erzählt die da. Ich habe das so gelernt, dass ich teile mir die Ärmel, in dem Fall 3-mal. Du kannst das natürlich 4-mal, so wie ich das hier bei dem Pullover für Lina gemacht habe. Das ist schon, das machst du schon so, wie du das am besten findest. Ob du willst diese verkürzte Reihe, diese Kragen da hinten höher haben oder kleiner, so machst du das. Ja, ich habe jetzt die letzten 5 Maschen links gestrickt. Jetzt wende ich die Arbeit, das ist schon hier Raglan, das hat mit den Maschen hier, was wir in der Mitte hier haben, nichts zu tun. So, jetzt machen wir wieder die erste Masche, heben wir den Faden, ziehen wir wieder nach vorne, fester ziehen. Und stricken weiter alle Maschen rechts. Plus denk dran, wir sind jetzt auf der rechten Seite und in dem Fall machen wir Zunahme. Wir würden die Maschen zunehmen vor und nach der Raglan-Linie. Schau mal, ich komme noch hier mit euch zu der Raglan-Linie. Und dann nehmen wir Maschen zu. Ich muss immer zwischendurch gucken, was die Lotti da macht. So, eine Zunahme. Markiere auf die rechte Stricknadel. 2 Maschen für die Raglan-Linie. Markiere auf die rechte Stricknadel. Und wieder eine Masche zunehmen. Und so strickst du, bis du wieder bei den nächsten Markier bist. So, meine Lieben, ich bin fertig und jetzt sage ich dir nur ganz schnell, ganz kurz. Schau mal, ich bin jetzt bei den Ärmel. Ich habe jetzt die Ärmel fertig. Hier habe ich schon wieder Zunahme genommen. Eine Masche für Raglan habe ich gemacht, jetzt mache ich die zweite, dann nehme ich mein Markierer hier wieder nach auf der rechten Stricknadel, hole den Faden und stricke von hinten, verschränke, Entschuldigung, eine Masche. Das heißt, wenn ich jetzt zähle, ich habe die gezählt, das kannst du mir glauben, mit der Zunahme habe ich genauso viele Maschen wie hier in der zweiten Teil von meinem Vorderteil. Das heißt, angefangen haben wir mit 18 Maschen. Hier haben wir eine Zunahme gemacht. Und ich habe mich immer gefragt, als ich Anfänger war, wie mache ich das nach hier mit der zweiten? Hier wurde das viel mehr
als hier. Nein, das wird nicht viel mehr. Ich habe jetzt, wir haben angefangen mit 18 Maschen, hier haben wir eine Zunahme genommen, gemacht. Und jetzt, als wir das alles immer wieder, bis wir hier gekommen sind, jetzt habe ich hier eine Zunahme wieder genommen, gemacht und habe jetzt nicht 18, sondern 19. Nicht 18, sondern 19 Maschen. Für jede Ärmel habe ich jetzt 22 Maschen. Ich habe mit 16 angefangen, jetzt habe ich 22. Und auch auf der anderen Seite habe ich auch 22 Maschen. Hier haben wir jetzt, ich glaube 36 müssen das sein, so viel ich weiß, ich glaube 36, haben wir mit 28 angefangen und jetzt haben wir 36. Und was wir jetzt machen, wir machen jetzt nichts anderes als ganz normal weiter in Runde stricken. Das heißt, wir sind jetzt, wie du siehst, hier ist dieser Gummi, was ich mir gezeichnet habe, wo vorne ist. Und ich stricke meine alle Maschen. Alle Maschen, bis ich hier wieder bin bei dem bei der Raglan-Linie. Und in diesem Moment, ab diesem Moment zählt das. Das ist die Reihe, wo wir keine Zunahme machen. Wir machen keine Zunahme, stricken ganze Runde ganz normal. Nur mit rechten Maschen. Das heißt, du machst, merkt ihr das, in jede zweite Runde. Da wir keine linke Seite hier haben, ich will das nur bis zu Arm stricken, um euch das zeigen, wie das geworden ist, jetzt das, was wir zusammengestrickt haben. Also du hast hier keine linke Reihen mehr. Das linke ist drin, das heißt, wir stricken in Runde nur rechts und in jede zweite Reihe. Wenn du dir deine Skizze machst, schreib dir das in jede zweite Reihe. Schau mal. Wir kommen jetzt zu dieser Raglan-Linie, die hier ist. Zu dieser Raglan-Linie sind wir jetzt gekommen. Und wir machen in der Runde keine Zunahme. Das heißt, unser Markierer geht auf die rechte Stricknadel. Wir stricken zwei Raglan-Linienmaschen. Markierer auf die zweite. Und jetzt, schau mal, wir haben die eine Masche, die hier als zwei erscheint. Die müssen wir noch die zwei Faden zusammen nach rechts stricken. Und so strickst du alles weiter, bis du wieder hier bist. Und dann machst du Zunahme. Und das war's. Ich hoffe, dass das kannst du jetzt gut sehen, was wir hier gemacht haben. Moment, ich glaube, ich würde das auf Länge Seil machen jetzt schnell. So, meine Lieben, so sieht das aus. Wie du siehst, wir haben hier das nicht so hoch gemacht. Das sind nur ungefähr, ja, ich würde sagen 3 cm. Und das ist genügend für ein Pullover. Ich würde da nicht mehr machen, wenn du ein Kinderpullover strickst. Hier kannst du sehen, Moment, so dass du das besser sehen kannst. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Abstand voneinander. So. Hier siehst du diese Gummiband bei mir.
Und da kannst du mal sehen, das ist mein Rücken, was wir zusammen gestrickt haben. Und das ist am Kragen hinten diese, ja, die verkürzten Reihen, was wir gestrickt haben. Ich habe schon hier, Moment, ja, ich habe schon hier, würde ich jetzt zum Beispiel wieder bis hier stricken, dann wieder Maschen zunehmen und dann ab hier wieder eine Runde ohne Zunahme. Wie du siehst, das ist wirklich nicht schwer und teile dir das so, wie es dir am besten passt. Schau mal hier zum Beispiel für mein Pullover habe ich 5 Maschen, 5, 5, 4. Die Ärmel haben 19 Maschen gehabt, deswegen habe ich mir das so geteilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut zu sehen ist. Jetzt ist das ein bisschen besser, weil ich habe hier 19 Maschen, dann habe ich mir das so geteilt. Bei Line sind das 16 Maschen, das ist das, was wir jetzt zusammen gemacht haben. Wie ich schon sagte, wenn du das nicht so hoch haben willst, dann würde das reichen, dass zum Beispiel, was wir jetzt gemacht haben, nur 3 Teile. Och, ich hoffe, dass ich habe euch wenigstens ein bisschen geholfen. Das ist jedes Mal meine größte Sorge. Ja, mit Fragen, ich antworte die gerne, aber manchmal fehlen mir die Worte auf Deutsch, sogar auf Polnisch. Vergiss es, es ist, ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich polnische Worte nicht kenne und auch nicht Deutsche. Ich weiß nicht, was ich bin jetzt nach so vielen Jahren. Naja, auf jeden Fall ganz kurz, wenn du Lust hast, kannst du das nachstricken. Also noch was. Wir haben hier den Rücken. Hier hast du, Moment, das ist vorne, ja, die vorne. Und hier hast du die Ärmel. Dann machst du das wieder so, wie ich das dir gesagt habe. Du strickst so weiter, bis du die Linie von deinem Reglan, ich habe das letzte Woche schon gesagt, am besten alte Pullover ausmessen, wie viel du, oder das anziehen und ausprobieren und dann weißt du, wann du die Maschen für deine Ärmel stilllegen musst. Das war's, meine Lieben. Ich glaube, wir sehen uns oder hören uns noch vor Weihnachten. Würde ich bestimmt noch ein oder zwei sogar Filme fertig machen. Bis dahin sage ich euch Dankeschön, viel Spaß beim Nachstricken und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.